Moin und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von der Chaos-Theorie im Jurassic Park 1. Wir wollen schauen, ob wir das soweit hinbekommen. Wir haben jetzt gestern unsere Triceratops ausgebrütet, die mittlerweile leider krank geworden sind. Und da wollen wir direkt mal unsere paläomedizinische Anlage bereit machen, dass sie dorthin geht. So. Okay. Achso, er hat schon rausgefunden, was los ist. Okay, wir müssen die Efeu-Vergiftung jetzt, beziehungsweise die Medizin dafür entdecken. Okay. Billigere Forschung. Und wir brauchen noch einen Heilungspunkt oder einen medizinischen Punkt. Nehmen wir den hier. So, Maluf macht das. Abmarsch. Und dann haben wir gerade gesehen, einer war fast... Einer ist schon sehr im Stress. Ra nehmen wir auch gerade. So, und dann gucken wir gerade mal. Die Forschung läuft. Was wir derzeit noch machen können. Wir könnten... Hoppala. Wir könnten noch ein paar Fossilien extrahieren. Hier, das gibt alles Geld, das nehmen wir direkt mal mit. Solange wir keine Möglichkeit haben, anders Geld zu bekommen, sollten wir das auch, glaube ich, machen. So, 3, 6 und noch ein 1er. Dann sind wir schon bei, na, ich kann nicht rüber mit der Maus, bei 88%, glaube ich, ne? Ja, genau. So, lassen wir es die schon mal machen. Das macht eigentlich mal Luft, aber den haben wir jetzt gerade schon losgeschickt. Wollen wir es die beide machen lassen? Ja, los, machen wir es, bevor die gar nichts tun, weil die kosten ja, egal ob sie was tun oder ob sie nichts tun, kosten die trotzdem uns Geld, ne? Dementsprechend lassen wir sie lieber arbeiten, als dass sie umsonst arbeiten. Na, das wollen wir ja nicht. So, okay, dann lassen wir es gerade mal laufen. Machen wir es gerade ein bisschen schneller, ich habe es gerade vergessen, das anzumachen. Und ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was kommt denn überhaupt? Was kommt auf uns zu? Also generell, was wir wissen aus dem ersten Film, was mir jetzt auf jeden Fall spontan einfällt, ist, dass das Gehege ausfällt, weil der Nadri ja das... die abschaltet, die Sicherheitszäune. Das heißt, der T-Rex wird ausbrechen, Minimum, eigentlich eher fast alle. Und, beziehungsweise, nee, nicht alle, ne? Nur der T-Rex und die Luftwurst, glaube ich, ne? Oder nee, da muss der Nedo, glaube ich, durch. Auf jeden Fall, der T-Rex läuft nachher frei rum und die Velociraptoren. Und was kommt noch? Der Sturm. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Schutzräume bauen. Und wir gucken gerade mal rein. Übrigens, falls ich da was Falsches erzählt habe, ist ein bisschen was her, wo ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Müsste ich gleich mal wieder ändern. So, bevor wir dies bauen, musst du es erst erforschen. Okay, müssen wir also machen. Aber ganz wichtig war gerade erstmal, dass wir unsere Dinos heilen können. Das geht gerade mal vor. Dementsprechend fahren wir gerade mal... Warte mal, können wir das von hier? Ein Kunstschuss? Nee, eigentlich Ausrüstung. Wie ging das nochmal? Das muss ich kurz überlegen. QE. So, behandeln. Schaffen wir das? Ah, Kunstschütze. Sehr schön. Okay, warum sollten wir da hinfahren, ne? Uns das alles noch antun? Wir machen das einfach von hier. Okay, die sind natürlich gerade ein bisschen wild, das ist klar. Im Park gibt es keine Efeu-Vergiftung mehr. Sehr schön. Und wir sollen den Park jetzt öffnen. Ich weiß interessant. Nicht, was wundersamer ist. Wollte ich gerade eigentlich was erzählen? Zurückzubringen oder endlich den Jurassic Park für das Publikum zu eröffnen. Machen wir so direkt, ne? Ein Traum wird wahr. Gut gemacht, John. Eine Wieso John? Das war ich. Uns alle. Und an die Kraft der Träume. Und an die anhaltende Faszination der Öffentlichkeit für diese erstaunlichen Tiere. Hoffentlich für immer. Wahre Worte, Miss Halford. Und nun möchte ich das Einzige sehen, was noch interessanter ist als die Saurier. Was soll das denn sein? Was wäre das? Menschen, die zum ersten Mal einen Saurier sehen. Ah, okay. Sehr schön. So, wir haben jetzt aber jetzt die ersten Gäste, beziehungsweise können wir jetzt holen. Da kommt auch schon. Das ging fix. Essen. Na los, das geht auf mich. Das ging auf jeden Fall fix. Im Jurassic Park. Wir haben jetzt gerade übrigens noch die Gebäudeeffizienz geupgradet, nebenbei, wo die am Erzählen waren, damit unsere Wissenschaftler auch was machen. Und wir müssen sowieso noch so viel forschen, glaube ich. Das ist ja im Vergleich zu der Kampagne, ein ganz schöner Schlag, was man da alles machen kann, ne? Okay. Erhöhe den Gastkomfort. Toilettenversorgung 0/90%. Schutzraum. Jurassic Park ein fast vollständiger Erfolg. Dennoch wollen wir den Komfort unserer Gäste noch erhöhen, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass eine Toilette in der Nähe ist, wenn sie der Ruf der Natur ereilt. Schutzräume werden relevant, falls, und das ist ein großes Falls, Tiere ihren Gehegen entschlüpfen. Und Nachfrage. Ja, logisch. Kommen ja gerade von da. Umso eher werden die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Und das wollen wir auf jeden Fall.
Also irgendwas spinnt hier gerade, weil wir haben schon zwei Klos und die werden nicht angezeigt. Seht ihr das? Es ändert sich nichts. Egal, wo wir hingucken, ist dieselbe Farbe. Und ich gehe mal davon aus, dass damit irgendwie eigentlich grün gemeint sein soll, weil hier sieht man es ja auch, geringe Nachfrage. Und wenn wir das gedeckt haben, müsste es grün werden. Dass hier rot ist, ist klar, weil die Gäste kommen ja gerade an, ne? Dementsprechend spinnen die hier irgendwie. Ich glaube, das Spiel kommt nicht damit klar, dass die vorher schon gebaut wurden. Wir testen das mal. Wir lassen die andere noch stehen, die andere Toilette. So, dann bauen wir die mal... wo haben wir einen Strom? Okay, hier haben wir Strom. Soweit wie es geht, weg vom... Also, weit wie es geht, nah an, an den Ankunftsort ran. Und weit so wie möglich weg vom Strom, ne? Weil wir brauchen hier nicht 37 Generatoren. Da sollten wir übrigens mal gucken, ob wir generell Kraftwerke erforschen dürfen, ne? Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Jetzt muss ich durchsteigen. Wo ist wohl Kraftwerk bei? Infrastruktur, oder? Nee, das ist Blödsinn. Strom, bestimmt ein eigener Punkt. Natürlich, da. Wir können auf jeden Fall schon mal... Was ist das hier? Kleines Kraftwerk, kleines Umspannwerk. Das brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Weil diese, wie heißen die denn? Die Generatoren, die machen uns arm. Wir haben nur 5,4 Millionen. Auch wenn wir ab jetzt natürlich Geld verdienen sollten, ne? Und, wo ich eben noch drüber quatschen wollte, man kann den, die Parktour auch durch die Zäune durchführen lassen. Es gibt da so einen Jurassic Park Tor. Man kann die hier durchführen lassen und dann quasi in andere Gehege reinführen lassen. Das Einzige, was nicht geht, ist aber Straßen. Das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir nachher hier so eine riesen Runde machen. Hier wird ein Gehege hinkommen, hier auch, weil wir müssen auch einen T-Rex und sowas noch holen, ne? Dementsprechend müssen wir hier hinten rumkommen. Und wenn das möglich ist, da wir nicht über die Straßen rüberkommen, hoffe ich, dass wir einen Startpunkt haben und einen Endpunkt, den wir hier bauen als Beispiel. Und hoffentlich funktioniert das. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal testen. Weil es sieht ja bisher nach einem Kreisverkehr quasi aus, ne? Müssen wir mal gucken. So, Toilettenversorgung 56%. Generell die Verwaltungsansicht ist sehr wichtig für uns. Ja, das ist natürlich bescheuert, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier oben brauchen wir natürlich keine Toilette, das ist unsere Mitarbeiterzentrale. Aber ihr seht's, ne? Wir haben ein neues Klo gebaut, das alte Klo wird nicht angezeigt, das neue schon. Also das ist natürlich blöd, ne? Dann reißen wir das mal ab. So, und dann gucken wir gerade mal. Ich muss hier ein bisschen klarkommen mit den Menüs. Toilette. So. Wir brauchen auf jeden Fall hier vorne eine. Ist aber auch klar, weil hier kommt gerade der ganze Andrang, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall hier eine Toilette. Da kommen wir nicht dran vorbei. So, eine. Dann gucken wir weiter. Gehege nicht so. Wir müssen bei Toilette rein. Ist natürlich ein relativ kleines Gebäude. Kriegen wir es irgendwo noch zwischengemogelt? Ja, hier nochmal, ne? Reiß mal bitte schneller ab. Dankeschön. Weil ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt da hinbauen, funktioniert das auch. Und wir brauchen hier unten irgendwo auch noch eine, ne? Ist natürlich so wilder man die Straßen baut, umso schlechter ist natürlich die Versorgung der Toiletten. Das kommt natürlich dazu. Weil wenn wir eine Straße haben wie hier vorne, die nur gerade geht, kommen wir natürlich weiter, als wenn wir die ganze Zeit solche Kurven drin haben. Oder verzwackte Sachen wie hier, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Wir gucken nochmal rein. Verwaltungsansicht. Das passt auf jeden Fall schon mal. Hier oben muss man mal schauen, ne? Ob man da noch nicht, vielleicht noch was macht. Aber erst, wenn wir das Umspannwerk haben. Und hier vorne müsste es jetzt fertig werden. Das zählt nicht, das lag... Hä, woran lag das denn? Wieso kriegen wir denn hier keine... Das verstehe ich jetzt nicht. Wir gucken nochmal rein. Also das... Die Toilette hier ist bis hier vorne gegangen. Und die Toilette hier zählt gar nicht, oder was? Weil die müsste doch mindestens bis hier unten hingehen. Das verstehe ich gerade nicht. Oder dauert das eine Zeit, bis sich das aufbaut? Oh... Wenn wir die mal verschieben gerade. Warte mal, wir gucken mal eben. So. Nee, das war eben doch schon drin. Ups. Ja, dann bauen wir da noch eine hin, ne? Wenn das anscheinend nicht so weit ging, dann bauen wir da noch eine hin. So, das müsste dann hier oben den Bereich abdecken und hier unten haben wir auch noch eine. Dann passt das. Schutzraumversorgung. Okay, das war klar. Weil, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es einen Sturm gibt. Den gab es im echten Film ja auch. Zumindest ein Gewitter. Ich denke mal, dass das Spiel das als Sturm identifizieren wird. Dementsprechend bauen wir auf jeden Fall ein oder zwei Schutzräume. So. Und hier irgendwo noch einen hin. Dann haben wir unsere Ruhe. Einkaufen, Abdeckung gering. Die Gäste benötigen mehr Einrichtungen. Einkaufen, platziere die Dings. Ja, das stimmt. Das haben wir nicht gemacht, ne? Das haben wir nicht gemacht. Wir haben nämlich bisher nur einmal essen und einmal trinken. Also brauchen wir... Oh, schrecklich, ich komme mit dieser Navigation noch nicht klar. Ne? Ich muss das öfter machen. Kleine Einrichtung. Hier sieht man das natürlich gerade auch. Wir können den ja auch mal hier vorne schon in den Shop hinstellen. So.
Und den konfigurieren wir direkt. Nicht Donuts, sondern andere. Wir wollen nämlich hier, dass sie was zu kaufen haben. So. Dann gucken wir mal. Konfiguration. Okay, hier sieht es relativ mies aus. Vielleicht muss das erstmal gebaut werden. Und wir können eine Forschung anschmeißen. Großes Hotel. Weil sowas kommt ja jetzt auch mittlerweile. Was ist denn jetzt hier? Breiter Weg, der in Bereichen mit viel Betrieb für höhere Gästekapazität sorgt. Das brauchen wir ganz dringend. Ich weiß gar nicht, gab es das beim Alten auch? Ich glaube nicht, ne? Wir gucken mal. 5 Logistikpunkte. Das macht unsere Carpadia, oder? Na, er ist eh gerade im Popo. Den lassen wir direkt mal ausruhen. So. Und damit die anderen auch was zu tun haben, ne? Wissenschaftler arbeiten nicht umsonst. Schicken wir die schon mal los. Ja, jetzt natürlich Carpadia gerade unterwegs. Wir haben natürlich jetzt genau die Falschen losgeschickt. Haben wir noch Genome da? Fossilien? Ja, dann lassen wir das immer mit dem losschicken. Das macht die Carpadia gleich. Ein Punkt zu viel. So. Den Einzelnen nehmen wir beim nächsten Mal mit. Maluf macht das, weil der ist der Profi beim Extrahieren. So. Vielleicht sollten wir Wallace sogar kündigen, weil wir jedes Mal nur Maluf nehmen müssen. Warum sollten wir Wallace auch noch dabei haben? Ne? Müssen wir mal gucken. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir haben gerade noch anderes zu tun. Schutzraumversorgung 90%. Toilette auch. Wir gucken nochmal rein. Jetzt passt es so, wie wir wollen. Ne? Aber der Weg ist trotzdem sehr klein. Also der kommt nicht mal bis hier vorne hin. Ne? Das ist, also hier kommt er die ganze Kurve bis hier vorne hin. Aber diesen Weg hier, das schafft er nicht. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Okay. Wir schauen aber mal nach. Schutzraum ist klar, hier unten fehlt noch einer, da kommt aber noch mehr hin, sobald wir dort weiterbauen. Gästeverteilung ist auch klar, die müssen sich ja erstmal verteilen, die kommen ja gerade erst alle an. Einrichtungsversorgung ist hier unten sehr mangelhaft, war aber klar, wir müssen jetzt hier unten bald das nächste Gehege bauen und dann kommt hier auch mehr hin. Gerade ist es noch ein bisschen mager da unten. Besucherandrang, gerade darüber gesprochen. Gewinngenerierung ist klar, das sind unsere Shops, dass die Geld bringen, macht Sinn. Und wahrscheinlich alles andere, wie die Generatoren etc. müssen eigentlich rot sein, dachte ich eigentlich, aber okay. Gästeanreiz ist auch selbsterklärend. Saurier-Sichtbarkeit, da sieht man übrigens auch hier vorne, ich habe da eben schon mal reingeschaut, dass die Parktouren auch als Saurier-Sichtbarkeit zählen. Also hier ist mal, wo die Autos fahren. Vielleicht kann man sogar sagen, könnt ihr mehr Autos anbieten? Geht das? Na, 10 ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal 8. Weil das sind ja immer Doppelte, ne? Ich glaube, die fahren immer zu zweit. Dass wir generell mehr Abdichtung, also mehr Sichtqualität haben, wenn wir die ein bisschen hochstellen. Müssen wir mal gucken, ob wir dadurch einen Nachteil haben. Kostet es wahrscheinlich mehr Geld, gehe ich mal von aus, ne? Oder? Erhöht deine Sichtbarkeit entlang der Torroute. Sei doch vorsichtig, je mehr Fahrzeuge du entlang der Strecke schickst, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Saurier frustriert werden. Frustrierte Saurier könnten schließlich dazu übergehen, deine Gäste anzugreifen, während sie auf der Tour sind. Dann machen wir vielleicht erstmal nur eine Kolonne mehr, ne? So. Gucken wir mal rein. Was ist hier los? Ach, die Velociraptoren mal wieder, ne? Da haben wir übrigens sehr aggressive Exemplare gehabt. Da gucken wir mal rein. Und zwar kann man nämlich Saurier synthetisieren. Wir gehen mal rein. Den haben wir leider nur auf 55%. Aber man könnte dieses Problem auch wegbekommen. Und zwar, man sieht hier oben direkt bei dem roten Punkt Intoleranz, das ist ja der Minuspunkt, der ist hier oben versteckt. Wenn man da reingeht, sieht man direkt Intoleranz, 75%ige Chance. Hätten wir also diese Forschung gemacht, speziesübergreifende Anpassung, wir gehen mal kurz rein, hier vorne, würden wir die erforschen, könnten wir, wir gehen nochmal rein, dieses Merkmal wegmachen. Ne, wir haben zwar momentan nur eine verfügbare Modifikation, aber wir kriegen mehr Modifikationen, sobald wir den Velociraptor als Fossilien mehr ausgraben und dadurch mehr Lernende von dem. Und dann kriegen wir diesen Bereich eher in das Tolerante, wenn wir wollen, oder wir machen es auf 0 oder nur auf 25%. Weil 75% ist natürlich schon happig, ne? Wenn jedes, also wenn 3 von 4 Eiern diesen Punkt als Negativpunkt dabei haben, ist das schon happig. Und dann kann man da generell dagegen was machen. Aber gut, das ist momentan nicht interessant für uns. Wir haben die Velociraptoren schon ausgebuddelt, sage ich mal. Nein, wir haben sie schon natürlich synthetisiert. Es macht jetzt von uns keinen Sinn mehr. Aber beim nächsten Mal sollten wir vielleicht darauf achten, dass wir die Minuspunkte erst wegnehmen, anstatt dass wir da einfach drauf reagieren. Denn ihr seht es, dieses Intolerante. Deswegen greift er nämlich auch jeden an, den er sieht. 30%ige Chance, also plus 30, Ranger-Teams anzugreifen. Deswegen sind die auch so, ja, verrückt nach Ranger-Teams. Die freuen sich jedes Mal, wenn die reinkommen. Oh, happa, happa, ich kann wieder wen ärgern, ne? Jedes Mal dasselbe. So, Schutzraumversorgung, wir müssen eher hier unten rein. Wir können ja jetzt auch ein Kraftwerk bauen. Und das finde ich ganz interessant, das ist das erste Mal. Stromproduktion 60.
Der Generator hat auch mal 30. Das heißt, wir werden auch mal ein bisschen umstellen hier. Weil ich hoffe auch, dass wir dadurch ein bisschen Geld sparen. Mal nur gucken, wo. Hier haben wir noch ein bisschen Platz, ne? Hier kommt auch wahrscheinlich kein Gehege mehr hin. Mal nach oben auch an die Ecke bauen. Gibt es einen Nachteil, wenn die Zuschauer, also wenn die Gäste dran vorbeilaufen? Gibt es da einen Nachteil? Das wäre mal interessant zu wissen, ne? Das lassen wir gerade mal da stehen. So, Wege. Das wäre mal interessant zu wissen. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Versorgung generell hier vorne. Umspannwerk. Hier bauen wir schon mal eins hin. Können wir das schon mal verarbeiten? Ah, früher hat er den ersetzt, ne? Das geht nicht so einfach gerade. Eins. Und wenn wir den abreißen, kriegen wir da noch ein Umspannwerk hin. Und dann kriegen wir die alle schon mal an die normale Stromquelle angebunden. So. Und dann können wir nämlich den hier schon mal abreißen. Die kosten ein Heidengeld. Natürlich fällt das gerade kurz alles aus, aber das haben wir gleich wieder. Und wir brauchen hier oben ja auch noch eine Toilette. Haben wir eben drüber gesprochen. Dementsprechend werden wir direkt mal schön an der Straße. So. So. Hier oben nochmal ein Umspannwerk hinbauen. Machen wir so ein bisschen weg von der Straße. So. Und dann kann man nämlich auch hier sagen, eine Toilette, Freunde. Und ein Schutzbunker, den brauchten wir hier oben. Man sieht das ja direkt rot. Warum sollten die Leute, die gerade ankommen oder nach Hause wollen, nicht geschützt werden? Ne? Das wäre ja Blödsinn. Dementsprechend haben wir überall nochmal alles, was wir hier hinbauen dürften. Nämlich auch noch ein Hotel. Das müssen wir eh noch gleich überall hier hinbringen. Aber eins schon mal hier am Anfang hin. Und zwar der blaue Bereich übrigens, der ist gar nicht uninteressant. Ich mache nur extra eins am Anfang hin. Der blaue Bereich ist wichtig, denn wir können zum Beispiel, da wo wir keine Beobachtungsgalerien haben, wie hier unten zum Beispiel, könnte man sagen, man baut hier ein Hotel hin. Das dient als Sichtbarkeitskegel. Wir gucken mal kurz rein. Dinosaurier-Sichtbarkeit. Gleich, wenn das gebaut wird, oder fertig gebaut wurde, ist da hier auch ein Kegel drum. Das heißt, er sieht ein Stückchen von dem Gehege hier, was wir eh nicht drin hatten, und auch ein Stück vom nächsten Gehege, was gleich da unten sein wird. Ist also für uns nur ein Vorteil, wenn wir auch die Hotels dementsprechend auch schlau platzieren. So. Jetzt gucken wir mal eben, dass wir... Das geht? Okay, das ist schön. Da nicht. Ah, es kommt auf die Höhe an, ne? Hier würden wir gerade in das Haus reinbauen, quasi. Dann gucken wir nämlich, dass wir eben noch das Kraftwerk da unten angebunden bekommen und auch den Generator wegbekommen. Dann machen wir hier schon mal ein Umspannwerk hin. Das ist ganz gut, ne? So. Und auch hier Umspannwerk. Passt. Und dann reißen wir auch das ist die Toilette. Den Generator ab. Der kostet nur Geld. Und sobald er fertig gebaut ist, voila, haben wir überall Strom ohne Generatoren. Und wir zapfen uns nicht selber das Geld ab. Weil das ist ja wirklich arschteuer gewesen, ne? So, wir brauchen noch eine Straße. Wups. Haben wir. Weg nicht verbunden. Das haben wir doch gerade gemacht, oder? Oh, hier oben. Hoppala. Habe ich bei dem Hotel auch vergessen. Ich hoffe, dass das Spiel das auch berücksichtigt, beziehungsweise, dass sie da überhaupt ein Hotel brauchten. Ne? Ansonsten wäre das jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen. Kann man das irgendwo gerade sehen? Bestimmt Schutzraum, Toiletten, grüner Weg. Ne? Müssen wir jetzt überall grün haben, da wo wir es haben wollen. Hier hinten kommen wir noch zu. Gästeverteilung ist auch in Ordnung. Einrichtungsversorgung, hier fehlt was. Ne? Und hier oben muss auch noch was gebaut werden. Okay, da wollen sie auf jeden Fall auch was haben. Besucherandrang, okay. Überfüllt ist hier. Na, da sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir da vielleicht noch andere Straßen hinbauen können, ne? Gucken wir gerade nach. Standardweg, breiter Weg. Okay. Das heißt, kann man den ersetzen? Ah, okay, hier. Drücken wir einfach drauf und ersetzen die Wege. Natürlich erstmal nur unsere Hauptverkehrswege. So, wir müssen nicht die einzelnen Wege vergrößern. Nur erstmal die Wege bis dahin. Die Hauptwege. So. Und dann kommen wir, glaube ich, schon mal ganz gut klar. Die kleinen Zufahrtsstraßen, die können wir ja so lassen. Hier will eh keiner hin. Da wollen nur unsere Mitarbeiter hin. Und nach rechts weg sollten wir auch schon mal dicker machen, weil wir werden hier irgendwann auch weitergehen, ne? Okay, Unterkunftsbewertung 85%. Da sind wir schon mal nah dran. Schutzraumprozent 80. So,
Wo fehlt uns den Schutzraum? Hier unten nur noch, ne? Dann wollen wir das immer fertig machen, die Aufgabe. Schon wieder falsch. Schutzbunker. Ja, hier unten fehlt nur einer noch. So, passt das? Sah so aus, als wenn die gerade im Gehege drin sind. So ein bisschen zumindest, aber es stört anscheinend nicht. Und die Toilette muss man auch noch hier hinbauen. So, Einrichtungsversorgung. Deine Gäste beschweren sich über fehlende Einrichtungen. Platziere dort die Einrichtung dort, wo die meisten Menschen verkehren. Ja, das müssen wir auch noch machen. Machen wir aber erstmal das hier. Ne, da kümmern wir uns wahrscheinlich morgen drum um die Einrichtung. Wir machen erstmal das zu Ende. Und dann haben wir unseren Park, ich denke, schon mal relativ besucherfreundlich gemacht. Relativ, ne? Da geht immer noch mehr. Das ist natürlich noch ein bisschen dürftig alles, aber soweit haben wir das. 90% Unterkunftsbewertung. Wo müssten wir nur eins bauen? Wir gucken mal. Geht es wahrscheinlich generell nur um die Anzahl der Gäste, die gerade da sind, ne? Anscheinend, weil hier hat man nirgendwo irgendwie einen roten Bereich. Also das ist einfach, können wir uns aussuchen, wo wir das hinbauen. Könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, hier oben. Natürlich drehen, ne? Es macht natürlich keinen Sinn, wenn man das hier oben hinbaut. Machen wir aber auch nicht. Weil wir wollen mit der Parktour gegebenenfalls zukünftig hier so durch und dann einen kleinen Kreis bilden. Dementsprechend dürfen wir jetzt da nicht das Hotel hinbauen, weil sonst kommen wir da nicht mehr lang. Wo können wir denn ein Hotel hinbauen? Hier vorne würde ganz gut passen, würde ich sagen. Drehen wir uns einmal, ne, weil wir wollen da hier eh nach Osten uns noch ein bisschen ausbreiten und ausdehnen. So, okay. Parkbewertung, fast 2 Sterne. Einnahmen steigen um 0. Gewinn 139.000 und 280.000 pro Minute. Das heißt, wir sind schon mal von unserem Geldproblem weg. Das war ja ganz wichtig. Das war Nummer 1 heute der Priorität. Wir gehen wieder auf den Standardweg. Ne? Die dicken Wege wollen wir ja nur die Hauptwege haben und nicht überall. Okay, Unterkunftsbewertung geht gleich hoch. Und um die Einkaufenabdeckung kümmern wir uns morgen. Wir machen nämlich heute erstmal einen Cut. Wir sind schon bei 22 Minuten. Dann, ne, ihr kennt mich, sonst spiele ich hier noch eine halbe Stunde länger. Machen wir morgen weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid und weiter wissen wollt, wann es weitergeht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.